Nee, eine Götter-gefällige 12. Wuchtschlag 7. Oh, mit einem Schwert, ne? So, 21. Das soll sein. Hast du noch einen Kammermann hier in deinem Rücken? Ja, der kann meinetwegen gern nochmal gegen den Garnier springen. Dieser Runde durch Jarlander freiten. Zum einen möchte ich meinen Streitkolben ziehen. Das kostet mich eine Aktion, weil ich schnell 10 nicht habe, weil ich ein Noob bin. Zum anderen, ich habe noch eine Aktion, wirst du mir gleich mit weg. Ich darf mich kurz die Distanz überprüfen. Ja, das reicht. Ich reite den Schützenblatt. Den Schützen? Wo? Ja, den, so. Komm, hier, Kervo. Kervo. Ganz, ganz schön klassisches Niederreiten. Ich will trotzdem mal eine Reitenprobe haben, dass du das Pferd so rumziehst. Aber natürlich. Ja. Würfen wir erstmal. Das sieht alles ohne Probleme aus. Sagen, ohne jetzt kommt eine Reiten, jetzt kann man Reiten plus 6, um den Angriff einzuleiten. Billing auch, er darf. Das Pferd unter einem Schleier steht. Bitte wie? Ist das, nein, Pferd, das auch Pferd verschleiert? Nicht. Das Pferd ist nicht verschleiert, glaube ich. Nee. Ja, aus den Dämonen können sich alle aufs Pferd stürzen. Ja, sie kommen halt nicht durch, weil ich auf dem Pferd sitze. Das Pferd kommt aber von Glorana, deswegen hatten wir es als erstes. Deswegen hatten die Kamana-Team die auch nicht so als erstes anvisiert, das Pferd, weil die Pferde sind alle von Glorana. Ja, aber jetzt auf so einen Befehl hin ist das, macht das nicht Sinn, ja. Danke fürs Drehen, ich weiß nicht, wie das geht. Egal. Jedenfalls, er darf. Hat er noch Aktionen? Er hat nachgeladen. Zwei Aktionen nachgeladen, hat eine freie Aktion ausweichen, also. Eine freie ausweichen darf er gegen die Niederreiten nicht, so wie ich das lese. Hier steht nur gezielt. Ah, okay. Nee, kann man solchen Attacker ausweichen, doch. Du kannst frei ausweichen, wenn du möchtest. Ja, also getroffen hast du. Ja, also müsstest du dich jetzt auch entscheiden, ob du ausweichen möchtest oder nicht. Ich glaube, das tut weh. Die relevante Distanzklasse ist M. Auf jeden Fall. Er versucht's mal. Ich glaube, die haben sogar sehr gutes Ausweichen. 18, richtig, weil Paktierer. Dann gucken wir mal. Nicht mit Erschwernissen. Wow. Es ist irgendwie Erschwernis ist drauf, auf jeden Fall. Das ist der traurig. Der Schaden an des Niederwerfens, sorry, ist dem eines Pferdetritts, den habe ich zum Glück direkt eingetragen, es sind nur 12. In den Bauch. Das sind aber mit Abzug der Rüstung, ne? Das sind ganz normale TP. 12 sind 9 TP, die er bekommt, dann ist er bei 24 für den Tritt. Ich trage gleich ein, ist das ja. Eine Wunde? Ach, du hast schon, ist das eine Wunde? Ob eine, ne? Ja, eine Consti von... In den Bauch. 13? Ja, das ist eine Wunde. Da sind dann nochmal 6 extra Schaden. Habe ich einen Lack heute. Ja, das sind alles sehr gute Würfel vorhin. Das ist ein Angriff zum Niederwerfen, oder? Das ist ein Angriff zum Niederwerfen. Muss entsprechend jetzt eine KK-Probe erschwert um 2 oder 4. Ich müsste in die Zubat gucken. Würfel erstmal. Sagen wir mal. Weil Pferd natürlich. Also 2 würde es wieder schaffen. Dann gucke ich schnell nach, sorry. Hier, Niederwerfen 9. Oh, okay. Schwert um 9? Ja, Pferde haben Niederwerfen 9. Dann liegt er am Boden. Ja, schön. Da kann er auch bleiben. Kriechen, liegen. Okay. Das war die 24. Alles durch. Ihr könnt hören und sehen, wie jetzt Ghule aus dem Loch aus der Erde kommen, aus den Tunneln, aufgerissen von dem Djinn, herbeigerufen von Boltax. Nee, der Djinn hat ja nicht mal geschafft, das Ding aufzumachen. Doch. Sein Befehl war ja, nee, sein Befehl war ein anderer, fessle sie. Du hast ihn nicht einreißen lassen? Nein. Na schade. Dann sind sie gerade am Graben. Dann kommen sie in zwei Kampfrunden kommen sie. Gut, wir fangen an bei der 0. Hier vor. Das ist Svartjok. Svartjok ist am Boden. Ich ziehe den gerade mal runter, weil der ist halt langweilig. Die 3 ist Koski. Ist die schon tot? Nee, ne? Die zwingtänzelt. Die zwingtanzt, dann ziehe ich sie auch schon mal runter. Tanzt die Migole rein? Irgendwo durch die Gegend. Ja, ich ziehe sie einfach mal runter. Die ist danach eben auch aus dem Kampf. Sie lebt halt noch, aber... Ja, dann wird vorziehen, 24. Richtig. Ich möchte das Pferd zum Trampeln bewegen. Wow. Das ist zunächst einmal eine reitende Schwert. Ja, das ist nicht garantiert. Das ist zunächst mal eine reitende Schwert um 6. Gibst du mal eine Loyalitätsprobe. Aber selbstverständlich. Wenn du seine Glorania Ballis nieder trampelt, 17. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht. Gut ist. Nein, du Loyalität 17 hast du zum Pferd nicht hochgebaut. Fängt nicht an zu trampeln. Nicht auf den Paktierer.
Finde ich eine gute Aktion. Du versuchst es und deine Aktionen sind beide weg. Warum beide? Weil beide, dauern. Ich muss nur eine dafür ausgeben, ich behalte die Parade. Dann behältst du die Parade, schade. Die muss ich aber auch behalten, denn ich kann nicht mit einer Distanzklasse N-Waffe mich runterbeugen und den auf den Boden hauen. Svanda ist dran, beziehungsweise die Fjarlinge, die noch nicht tot sind. Haben wir noch welche? Eins, zwei, drei sind tot? Die sind alle tot, ne? Die sind alle tot. Die sind alle tot. Dann ziehe ich mal die Fjarlinge runter. Die neuen, die Kamanats. Ich guck mal, ob die euch sehen. Ich muss nur noch einen neuen Würfel würfeln. Wisst ihr, was das Coolste ist? Auch für die gilt die Eisfläche. Nein. Doch. 20. Da ist eine 3 dabei. Dann, was ist das für einer? Das ist ein Geblitzter. Das ist einer von den Geblitzten. Ja. Nee, das ist einer von den Linken. Nee, kann nicht, weil einer von den anderen hat schon gesehen. Der würfelt nicht mehr. Ich glaube, du hast einen Würfel zu wenig geschmissen. Ich habe den nochmal nachgewürfelt, die 20. Ah, okay. So, dann habe ich einen Kamanat, der jetzt auf der 9 handeln muss und der nur die Gruppe dann von Abelmir sieht. Du möchtest vorziehen. Moment, den standardmäßig? Den haben wir ja schon, der sieht ja schon aus. Ja, den mache ich gleich. Rafim fängt erstmal an. Okay, und dann den Kamanat. Ach, genau, der ist jetzt ja, erstmal. Ich ziehe vor und gehe in den Guardian um, weil ich nicht. Kann mich da hin? Sehe ich, seh ich den Kamanati, dass der Abelmir fressen will? Nö. Du siehst dich sowieso nicht dahinter. Dann gehe ich in den Guardiano zu Isarun, um nicht von den Kamanati zerfressen zu werden. Gut. Aktion Position, merken wir uns mal. Dann hast du noch eine Aktion. Ja. Nee, gar nicht. Du hast einen Waffenmeister für ganze... Nee, für ganze dreifache Aktion, wenn du die Waffe trägst. Ja. So, dann hattest du vorgezogen, eine neuen muss handeln, die anderen gehen an den Wagen ran. So, jetzt überlege ich gerade mal. Die Kamanati ignorieren Ghoulfresser, die auf den Wagen zulaufen? Ich glaube, die Ghule graben sich da gerade noch raus. Die Ghule sind von unten hier. So. Was haben die Kamanati für eine Bewegung? Die haben eine Geschwindigkeit von 12 und wenn sie sprinten, können wir es natürlich verdreifachen. Das heißt, dass wir mit dem Pferd hinterher sprint. Ja, dann machen wir das. Aber da ist ein Galliano hinterher, ne? Mhm. Die sind auch leider nicht in Raserei gegangen. Da konnte niemand mehr die Pfeife rausholen. Geben. Gut, dann mache ich einfach mal einen Angriff von hinten auf das Pferd. Das ist eine Erleichterung von 5. Ich mache mal einen Wuchtschlag oder einen gezielten Biss, so nenne ich es einfach mal von 5 für 5 Schaden mehr. Ja, cool. Das sind plus 5, sind 16 Schaden. Sind 3 Schildpunkte. 3 Schildpunkte streiche ich mir. 3? Ja. Einer ist 16 sind doch 3. Einer ist 3. Ja. Schildpunkte. Das sind erst 2. Ekelhaft. Warte, 16 sind 4. So. Wow, 3 Schildpunkte nee. Gar nicht. Doch nicht, nee. Ich kann nur nicht rechnen, das ist alles gut. Genau. Der 8. ist der 2. Dann bei der 17 wäre der nächste, glaube ich. Nee, gar nicht, 15. So. Ghule sind noch nicht da, die Graben, Funkenschlag ist noch nicht da, Boltax. Ja, ich sehe ja jetzt den Typen hinter vor dir. Uns und ich sehe den Kamanati ja. Hinter mir. Was willst du tun? Dann fasse ich mir an meinen Rubinring, beziehungsweise an meinen Ring, in dem der Funkenschlag eingebunden ist. Erste Aktion. Und ich formuliere meinen Befehl, verbrenne die Gegner. Verbrenne die Gegner? Ja. Okay, das war der Wunsch. Funkenschlag weiß nicht, wer die Gegner sind. Er weiß auch, wer Boltax ist. Ja. Und er weiß, wer Boltax ist, aber da ist das Pferd von Jalan nicht mehr drin. Ja, vermutlich. Das war der Wunsch. Kervo hat Initiative verloren. Wie viel beim Niederfallen? Hinfallen ist, glaube ich, immer 2w6. Ja, machen wir 2w6. Ich würfel dich schnell. Ja, es sind nur 7. 7, 16 minus 7, dann ist auch auf ein Gift der 9. Will Kervo was tun? Kervo ist nochmal wer? Da ist der sehr. Ist der Bogenschütze. Liegt am Boden. Ach, der Bogenschütze. Ja, der würde versuchen, sich irgendwie, da ist noch ein Baum, oder? Busch. Sich da irgendwie hinzukriegen, hinter dem, in den Busch rein oder so, damit das Pferd ihn dann nicht erreichen kann. Der will sich da reinhechten oder robben oder. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, 2 freie Aktionen.
da drinnen passt. Wenn zumindest das Pferd da nicht mehr agieren, muss ich allein absteigen. Du glaubst, ich mach das nicht, hm? Das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. So, die beiden Perschiraschim hatte ich ausgewürfelt, die fliegen immer noch wie besenkt umher und suchen nach richtigen Zielen. Boltax ist durch. Haben wir nicht festgestellt, dass sie das Pferd sehen können? Ja, aber das greifen die nicht an. Okay. Gleicher Grund, warum dein Pferd auch nicht den Wesen antreibt. Ich dachte, Kervo könnte denen einen Befehl geben oder so. Kann der die beiden Perschirasch vielleicht aufs Pferd hetzen oder so? Ja, komm, machen wir mal. Dann prallen die gegen den gegen den Gardiano, aber dann können wir zumindest die Schildpunkte so ein bisschen runterziehen. Ja, ja, aber spätestens das würde Fuku-Schlag hier als Angriff. Ja, da gucken wir uns. Zumindest können wir mal die Angriffe würfeln. Die greifen auf die 18 an. Wollen wir das mit einem Wuchtschlag versehen? Hector? Ja, können wir machen. Machen wir mal. Wenn ich das. Schutzflugangriff. Auf die 18, ja, machen wir doch gleich 6 Punkte da drauf. Dann ja, hoffentlich gut. Zweimal auf die 12. Kannst du 2 Stück würfeln? Und das ist für eine Treffen. Die machen 1W6 plus 4 plus den Wuchtschlag sind 1W6 plus 10. Das heißt. 13. Insgesamt 4 Schildpunkte. Okay, nochmal minus 4. Dann habe ich insgesamt schon minus 8 Schildpunkte verloren. Gut. Ich möchte gerne eine freie Aktion durchführen und zwar etwas sagen. So. Ich möchte mich. Ja, ich gerade überlege, ja, du bist auf der 22. Mach mal eine freie Aktion. Genau. Ich gucke Asavo an und sage Abelmir. Danach gucke ich Rafim an, zeig auf die Zwingtanzende und sag abstechen. Gut, dann waren wir. Die Kamanats hatten noch nicht angegriffen. Was mache ich denn mit denen? Die warten darauf, dass irgendjemand in die Pfeife bläst und sie in Raserei hier sitzt. Sammeln sich erstmal. Die anderen sind da auf der Seite. Hatte ich für die schon gewürfelt? Ja. Ja. Dann möchte ich ganz gerne Rafim angreifen, der sich auch unter einem Guardianum befindet. Auch das wird ein Wuchtbiss plus 5. Das ist getroffen. Sind 16 TP in den Schild. Und die machen das noch ein zweites Mal. Sind 13 plus 4, 17 TP in den Schild. Gerade. Okay, also insgesamt jeweils 3. Genau. So, dann habe ich die Kamanati auf der 19. Die Perschirashim hatten Sturzflugangriffe auf den Guardiano von Boltax gemacht. Rafim hat den Befehl von Isarun gehört. Rafim. Was macht denn die Zwingtanz-Alte? Ist sie ihr noch oben auf dem Wagen? Hat sie sich oben darunter? Zwischen den Fässern, halt in einer Hand wahrscheinlich noch einen Bogen und macht einen Stepptanz. Ihr legt eine heiße Sohle aufs Parkett. Eine kalte. Das kalte Parkett. Ja, ich bringe jetzt erstmal den blöden Dämon vor mir um. Befehl von Isarun. War ich eigentlich schon dran? Nee, noch nicht. Ich hab erstmal nur Rafim. Okay, nee, machen wir. Ja, ich gebe dem Ding 5er Wuchtschlag. Mhm. Weil kein Geiz. Ja, ne? Schauen wir mal, ob wir ausweichen können. Können wir ausweichen? Achso, hat es 4-3 Aktionen? Eine, ja. Also jetzt nicht mehr. Ah, okay. Ich dachte, es hat nur 2 Aktionen. Das habe ich nie gesagt. Kann das Dämon mit so sich in Aktionen ausstatten. Ist ohne Probleme möglich. Ist aber relativ billig. Hast du noch 2 Stück? Ne, einen habe ich noch. Den kriegst du noch. Warum nur noch einen? Weil ich mich bewegt habe, diese Runde. Ich bewegt, okay, gut. 14. Dann, Daru, zieh mal bitte die Lebenspunkte ab. Rüstung steht in den Kamera. Nee, ich habe noch keinen Schaden gemacht. Das war mein Wurf. 24. Was haben die für Lebenspunkte? 25 und 3. Ja. Also haben sie jetzt noch 24, 25, 3, haben sie jetzt noch 5 Lebenspunkte, ne? Doch, 4 Lebenspunkte. Kriegen zumindest keine Wunden. Dämonen kriegen keine Wunden. Asavo folgt dem Befehl von Isarun, klettert hier hoch und würfelt mal eine Körperbeherrschungsprobe. Plus 15.
Das ist guter Plus 15. Da ich ja heute noch nichts gemacht habe, beziehungsweise diese Kampfrunde, würde ich mich gern mit ihm bewegen, auf den Kutschbock klettern und den Svartjok in Borons Reich befördern. Der Gardian hat eine Reichweite von 3 Meter, oder? Also ich wollte gerade sagen, wenn der Savo jetzt der erste hochklettert, kommt aus dem Gardian raus, kommt dann, wenn es Eis, muss die Körperherrschung plus 15 machen oder fällt auf die Schnurze? Nächste Frage, die Gardian 3 Meter Reichweite, reicht jetzt noch bis zu mir? Ja. Gerade so, oder? Knapp. Ja, gerade so, passt. Also, wenn ich mich mitbewege, und ich habe ja vor, mich auf den Kutschbock zu bewegen, dann ja, gut, dann schon. Der muss ja auch erstmal aufstellen, der ist ja auf die Schnauze gefallen. Gut, dann steht jetzt Rafim nicht mehr im Gardian. Aber das ist ein anderes Problem. Ist richtig. Ist richtig. Dann ist Iserun oben, die Kletternprobe können wir uns sparen. Eine Aktion, Position hast du. Die nächste. Iserun. Ja. Der ist ja immer noch kampfunfähig, ist das richtig? Kampfunfähig, nicht tot, Initiative 0. Ja, ich würde ihn gerne abstechen, genau. Ja, alles klar, brauchen wir nicht würfeln. Jalan 24? Ich habe da schon 2 Aktionen gemacht. Hast du diese Runde 2 Aktionen? Ja, du hattest vorgezogen. Gut. Nächste Kampfrunde. Die Gule. Moment, macht Funkenschlag noch irgendwas? Funkenschlag? Nicht mehr in dieser Kampfrunde, in der nächsten. Okay, gut, alles klar. Gut, die Ghule haben das erste Loch bröckelt weg. Ihr könnt die ersten Köpfe von den Ghulfressern sehen, die jetzt nach oben strömen. Ich habe eine Initiative für die Ghule schon gewürfelt, sind bei der 12, wenn sie dann gleich handeln. Null haben wir nicht, Kervo ist dran. Kervo war schon. Also wir sind in der nächsten Kampfrunde. Klettert er weiter auf den Baum oder lässt er sich runterfallen? Erstmal ist er nur im Busch. Ist jetzt nicht im Gebüsch. Oh. Kervo? Ja, der möchte nämlich jetzt gerne auf Jalan schießen vom Gebüsch aus und zwar mit einem Freipfeil. Mhm, Parade. Treffen wir mal. Ja, Treffer, also du musst selber nicht würfeln, ob du triffst, weil Freipfeil. Gucken wir auf die Parade genau, nicht? Ist es wert um was 8? Mindestens 8, wenn du ihn siehst. Würfeln wir erstmal. Würfeln wir eine Sinnenschärfeprobe, ob du ihn überhaupt siehst. Nee, komm, er ist gerade in den Busch gekrochen. Er ist gerade in den Busch gekrochen und ich war. Ja. Du würfelst eine Sinnenschärfeprobe. Würfeln wir eine Sinnenschärfe. Easy. Das Easyste vom Easy. Gut, dann würfeln wir wieder TP aus. Das nächste Mal sind es 2 mehr. Dann wird das Ganze noch 33. Ah, wie gesagt, pariert. Bruchfaktor? Am Schild, natürlich am Schild ein Bruchfaktor. Hier kommt er. Oh, knapp! Das wäre fast ein Bruch gewesen. Oh, dann steigt dein Schild um 3 Punkte. Um 3 Punkte? Das drei ist Punkte. Ordentlich. Ja, ich meine, ich nehme es, aber es ist ordentlich. 10 pro TP. Ach, das finde ich cool, ja. Du siehst, wie gerade vor deinem Auge ein schwarzer Pfeil steckt und das Holz gerade gesplittert ist. Das war der Freifall, die kann man nativen würfeln und zwar mit 8 Stück. Ich würde halt wieder vorziehen und in Isarudens Guardian umlaufen. Warte. Da ist eine 1 und da ist eine 3 dabei, das sind 2 Leute. Und zwar beide hinten, das sind die nicht geblitzten. Zustand, gib ihnen mal den Aura Rot. So, das war erstmal die Entdeckenprobe der Kamanatim. Die anderen tun nichts, die Ghule gräben sich nach oben, Funkenschlag ist dran. Ja, also es hat jetzt einer auf uns geschossen, es hat ein Kamanatim auf mein Schild geschlagen und 2 Perscharashin. Genau, dann würfeln wir mal 1, 2, 3, 4. Wir würfeln mal ein W4, 1 ist gut, 4 schlecht. Ja. Als Betroffener möchte ich dir sagen, versau das jetzt nicht. Kannst du einen Schicksalspunkt ausgeben? Ich habe keinen mehr. Darf ich mal kurz nachfragen, warum 2 der Kamanati dann uns alle sehen? Das sind doch meine. Ja, dann ist richtig. Dann der andere greift halt nur Abelmir und so Zeug an. Hier ist schlecht. Hier ist schlecht. Das Pferd wird angegriffen von Funkenschlag. Okay, das Pferd weicht aus. Kann es nicht. Weiß es nicht. Drauf. Es ist elementarer Schaden. Guardianum von Boltax ist egal. Boltax, würfel doch mal bitte Schaden. Okay, alles klar. Einen Moment. Erstmal, ob er überhaupt trifft. 12, eine normale Attacke. Ja. Das müsste getroffen sein. Und dann... 2 W6 war das, ne?
Genau. Ach, ich dachte schon, jetzt käme was Fieses. Ja, plus danke. Ist da noch ein Plus drin? 2W6 plus irgendwas? Bei Feuer ist es, glaube ich, 2W6 plus 2. 9 TP aufs Pferd. Ja, gegen eine 2er Rüstung und 80 LEP, das schreibe ich gar nicht jetzt auf. Ja, nee, musst du nicht, aber ich mach das. Ich muss allerdings trotzdem eine Reitenprobe machen, um 9 halbiert. Ja, sobald, um 9 halbiert, erleichtert um 3, so. Sobald ich das sehe, würde ich gerne eine Beherrschungsprobe auf den Djinn machen, um meinen Wurf konkreter zu, meinen Wunsch konkreter zu formulieren. Musst du dann auch neu bezahlen? Nein. Wenn er es nicht verstanden hat, was ich von ihm wollte. Locker. Ich denke, ja. Verbrenne ihn. Und ich deute auf den am Boden, beziehungsweise jetzt im Gebüsch liegenden Antagonisten. Ja, weiß ich nicht. Kannst du den Wunsch nachträglich ändern? Ja. Rules as written. Wo steht das? Das fehlt mir auch neu. Also ein Dienst formuliert, den musst du leisten. Kostet 14 Wunschvolumen. Kampf gegen normale Gegner. Also ich wüsste wenn du gegen Paktierer, das ist wahrscheinlich so wie Dämonen, sind 7 pro Kampf. Wenn du einen Dämon den falschen Befehl gibst, einen falschen Wunsch, dann fängt er auch erstmal an, den Paktierer zu schnetzeln oder den Beschwörer. Da kannst du auch nicht nachträglich sagen, ich meinte was anderes. Ein gegebener Dienst wird geleistet und du kannst ihn nicht zurücknehmen. Ja, gut, ich habe aber Affinität zu Elementaren und da steht durchaus drin, das muss ich jetzt nur einmal suchen, einen Moment. Da. Würde ja in der nächsten Kampfrunde dann wichtig sein. Ja, genau. Du könntest ihm sagen, dass er dein Feind ist. Und dadurch deinen Wunsch, den du schon gegeben hast, präzisieren. Aber das ist natürlich vom Gutdünken und Wohlwollen des Wesens abhängig, ob er das macht oder nicht. Ja, gut. Ich denke, Dämonen. Das wird, denke ich, weniger das Problem sein, wie gesagt. Aber ich guck jetzt, ich habe das nämlich tatsächlich. Egal, wir machen erstmal weiter. Genau, überlegen wir uns nochmal was. Das war die 13 von Funkenschlag, Boltax. Genau, ich. Also je nachdem, ob ich den Wunsch so formulieren kann oder nicht, das gucken wir dann auf jeden Fall nach. Ich würde auf jeden Fall mich mal orientieren, denn das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ja, dann auf die 6. Hast du Aufmerksamkeit? Habe Aufmerksamkeit, meine ich. Ich gucke aber schnell nochmal nach, bevor ich was Falsches erzähle. Eigentlich ist Aufmerksamkeit so das Standardmäßige. Ja, ich kenne auch Leute, die keine Aufmerksamkeit haben. Ich denke an Nico Hero aus der Sinnegeweihte. Gucke lieber nochmal nach Aufmerksamkeit, natürlich. Gut. Dann die Aktion mit Feuerschlag befehlen nehme ich jetzt einfach mal so als zweite Aktion. Gucken wir mal, ob das passt. Die Kamanats sind dran, 19. Rafim wollte vorziehen und sich bewegen, das funktioniert. Dann stehst du wieder im Guardianum. Ja, richtig. Aber du würfelst erstmal eine Körperbeherrschungsprobe. Okay. Warte mal, ich habe irgendwie einen Bonus im Körperbeherrschung, frag mich aber nicht wofür. Frag mich nicht wofür, ja, aber im Chorgeweiht. Fallen, das wäre doch hier sogar mal ganz passend. Oder nee, es ist kein Fall. Halt nicht. Es ist halt Standfestigkeit. Das habe ich, glaube ich. Fallen ist runterfallen irgendwo. Dann schaffe ich das nicht. Nee, dann liegst du am Boden. Initiative? Verlierst du Initiative? Ja, du bist hingefallen. Habe ich bei Sava auch nicht gemacht. Du liegst einfach am Boden. Gut, kann ich mich am Boden bewegen? Kannst aufstehen. Zwei Aktionen, ja. Also, was heißt zwei Aktionen? Du willst du aufstehen? Ich ramme mein Schwert in den Boden und ziehe mich über dem Eis bis in den Guardianum. Der ist ungefähr einen Meter von mir weg. Ja, ich bin ein starker Junge. Ich greife dich vorher an. Und zwar mit 1, 2, 3 Kamanat. Beziehungsweise nein, nur 2, weil der andere sieht dich nicht. Der andere greift. Sturmangriff dahin. Wir machen erstmal Rafim. Liegt am Boden, ist eine minus 3, ne? Ja. Minus 3. Rafim, hast du noch eine Aktion übrig? Ja, ich habe noch 2 Aktionen. Wenn du Aktion-Position machst, ist keine Probe nötig. Wenn du die Position irgendwie verändern möchtest. Ja, aber die Aktion-Position also kommt ja erst nach meinem ersten Biss. Mach mal einen Wuchtbiss plus 6. Klingt komisch, ist aber so. Einmal getroffen. Mhm. Das sind plus 6, habe ich gesagt. 18. Wohin? Würfel mal bitte selber aus. Zieh den einen mal ein bisschen weg und den anderen ein bisschen ran. In den Schwertarm. Das sind 3 Schaden. Wow.
Die Junge einfach mehr Rüstung hat als ich. Ich packe es nicht. Ja, ist Core, Core. Ich muss mehr Schaden ansagen. Okay, dann versuch's mal mit einer... Ich möchte das Schwert in den Boden rammen und mich da langziehen. Ich habe eine Körperkraft von 18. Ich kann mich doch einen Meter über den Boden ziehen. Es ist sehr glatt. Ja, deswegen ramme ich mein Schwert in den Boden. In den Stein, in den Steinboden. Trittst du einfach den blöden Daimonit und stößt dich von dem ab. Dann gib mir mal eine Körperbeherrschungsprobe. Raufenprobe, tritt den. Körperbeherrschungsprobe plus 7. Finde ich fair. Das schaffe ich. Gerade so. Mit der Probe wärst du auch stehen geblieben. Ja. So, dann schlitter ich jetzt in den Guardiano und da drin kann ich ja ganz normal aufstehen. Ja. Dann mache ich zumindest nochmal 2 Angriffe gegen den Guardianum-Schild. Wieder ein Wucht bis 3, 1, 2. Kritischer Erfolg gut. Ist es nicht. Doch. Nee, achso, nee, du hast das Schwert, ja. Genau. Sind 15 TP in den Schild. Dann sind die beiden Guardianum fertig. Dann habe ich noch ein Anreiten gegen den Boltax Guardianum. Das ja. Das schaffe ich auch. Plus die halbe GS. Was hatten die für eine GS? 12, ne? 16. 16 TP in den Schild. Meine Kameraden sind fertig. Okay, beim also Perscherisch hatte ich noch nicht gewürfelt. Die mache ich jetzt auch nochmal. Einer sieht euch. Aber nur die Gruppe von Abelmir. Das heißt, achso, die sind sowieso schon am Schild, ne? Kämpfen wieder mit Sturzflügen. Machen die wieder ein plus 3 oder was machen die Lektor? Die machen wieder die 6er. Dann auf die 12. Die 12. Einer davon trifft. Dann die 6 plus 4 sind 14 TP in den Schild. Boltax, wie viele Schild haben? Wie viel Schild hast du noch? 2. Ich hab noch. Wie viel war das jetzt im Abzug? Nochmal 2 von den Perscherisch. Weil dann habe ich noch. Oh, nur noch 8. Wow, ich hasse ihn, ne? Perscherisch schon durch, Kamanat sind durch, Boltax hat sich orientiert, Rafim hat das vorgezogen, Asavo ist dran, Asavo kümmert sich um Abelmir, Isarun. Wie lange würde es dauern, meinen Zaubertrank zu trinken? Ist er im Gürtel? Ja. Was hast du gesagt? Fünf Aktionen, ja, also irgendwelche Dinger vom Gürtel ziehen sind, glaube ich, nee, vom Rucksack ziehen sind, glaube ich, 6 Aktionen. Ja, machen wir 5 Aktionen. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Gut. Dann nehme ich jetzt meine beiden und dann, ja. Möchtest du einen Nabel mir geben? Ich bin kampfunfähig. Also ich bin ohnmächtig wahrscheinlich davon aus, oder? Also ich denke mal, dass Asavo sich darum kümmern wird, dass es ihm gut geht. Mhm. Ich kann Asavo gern aber einen Heiltrank geben für Abelmir. Okay. Kampfunfähig bedeutet nicht ohnmächtig. Ja, dann wird ihn Asavo genauso wie den Stab dann von deinem Gürtel ziehen und das selbstständig machen. Er würfelt eine Kriegskunstprobe, schafft er und erkennt den Willen. Das heißt, er wird die selber dann mit 5 Fraktionen benutzen. Jana! Da ich nicht in dieses Gebüsch jetzt reinwarten werde und diese Dämonen doch sehr in unserem Schild knabbern, werde ich mich wohl wieder verziehen. Ich bringe so das Pferd in einem Bogen. Und so hier. Stopp. Ja. Okay. Du hast schon eine Aktion pariert. Du hast recht. Also kann ich mich nur die. Kann mich kurz die Geschwindigkeit nicht sehr exakt nachschauen. Die 12 Meter weit bewegen. Ja. Und nicht in dem Bogen. Also noch einen zurück. Nicht in dem Bogen. Warum nicht? Also du bist hier lang geritten. Ja, da habe ich angehalten. Hätte das mal da. Angehalten? Das Niederreiten war das Ende der Laufbahn. Danach wollte ich ja trampeln. Du sollst hier stehen. Ja, was? Okay. Bewegen wir uns nicht, wenden wir uns einfach. Ja, okay, gut. Das ist ein Deal. Vor dir. Tatsächlich kann ich den Wunsch nicht, also es steht nirgends, dass ich den Wunsch noch ändern kann, aber ich kann tatsächlich, wie gesagt, versuchen, ihn zu präzisieren, indem ich auf den am Boden liegenden zeige, auf ihn deute und sage, das ist mein Feind. Ja, würfeln wir eine Loyalitätsprobe. Wir fangen erstmal an. Nächste Kampfrunde, die Ghule sind da. Und zwar einer nach dem anderen strömen sie jetzt aus den großen, vielen Löchern. Kommen wir uns gleich drum. Wir fangen wieder an mit Kervo, der lebt noch.